Hallo alle, ich heiße Christine und heute erklären wir, wann benutzt man wenn und wann benutzt man als. Zum Beispiel, immer wenn ich aufstehe, trinke ich einen Kaffee. Aber als ich ein Kind war, habe ich keinen Kaffee getrunken. Können wir den Unterschied schon finden? Wenn nein, bleib dabei. Ich erkläre es jetzt. Wenn benutzt man immer im Präsens und in der Zukunft. Da haben wir keine Probleme. Wenn kann man als Bedingung, also als ein Konditionalsatz oder als Temporalsatz, also ein Zeitpunkt gesehen werden, je nachdem, was im Vordergrund steht. Aber wenn wir eine Handlung in Vergangenheit haben, dann sollten wir auswählen, wenn oder als. Wie können wir das machen? Also, als benutzen wir, wenn diese Handlung nur einmal in der Vergangenheit passiert hat. Zum Beispiel, ich habe gesagt, als ich ein Kind war. Wir können auch sagen, als ich 7 Jahre alt war. Oder als ich zur Schule gegangen bin, haben wir das und das gemacht. Aber wenn wir sagen können, immer wenn oder jedes Mal wenn, dann können wir natürlich nur wenn verwenden, weil das öfters passiert. Also, wir können das so erklären, dass wir nur einmal Kind waren oder dass wir nur einmal 7 Jahre alt waren. Oder als ich meinen 18. Geburtstag gefeiert habe, habe ich so viele schöne Geschenke bekommen. Also ich habe nur einmal meinen 18. Geburtstag gefeiert. Aber ich kann sagen, immer wenn ich meinen Geburtstag feiere, bekomme ich schöne Geschenke. Also immer oder jedes Mal wenn. Ist es schon klar? Oder braucht ihr noch Beispiele? Wenn ja, bleibt dabei. Wir sind heute in Banja Luka, Bosnien und Herzegowina, und wir haben noch einmal, ich glaube, einige schöne, interessante Beispiele vor Ort für euch gefilmt und vorbereitet. Also, passt auf! Hoffentlich haben euch diese Beispiele gefallen und auch geholfen, ein bisschen besser wenn und als zu verstehen. Wenn ja, klickt bitte den Like-Button und subscribe auf unser Kanal. Dankeschön und bis bald. Tschüss!